wird das Mittelfeld auch spielerisch etwas stärker. Kögel. Wenn er zum Torschuss ansetzt, immer etwas unglücklich, das wissen wir alle. Er hatte es mit Oswald auf der linken Seite zu tun, hier Matthäus. Und dann Lerby, völlig frei. Ja, so frei darf man den Dänen nicht zum Schuss kommen lassen. Es war schon die 38. Spielminute und die beruhigende 2:0-Führung für den deutschen Meister. Schöner Pass von Matthäus, der seinen Nebenmann im Mittelfeld frei gesehen hatte. Und dann schnell geschossen von Lerby, 2:0. Das war auch der Halbzeitstand in einer höchst mittelmäßigen Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Die zweite Hälfte. Lerby und wieder Matthäus, der natürlich zum Einstand hier gerne ein Tor geschossen hätte. Es fehlt ihm natürlich an Spielpraxis, ganz klar. Er hat 8 Wochen wegen Verletzung gefehlt und dann diese Sperre, diese unnötige, nach dem Foul, muss man schon sagen, von Petzer an ihm und dann dem Gegenfoul in diesem heiß diskutierten Spiel gegen Bremen. Das war Tenhagen, dann Kunz und da kommt Leifeld, der neu eingewechselt wurde von Rolf Schafstall. Für ihn musste Benatelli in der Kabine. Ja, man machte sich jetzt auf einen Ansturm der Bochumer gefasst. 2:0 lagen sie zurück. Sie mussten alles oder nichts spielen, alles riskieren. Was sollte es? Nur mit einem Unentschieden oder gar mit einem Sieg konnte man ja dann letztlich weiterkommen. Unentschieden hätte Verlängerung bedeutet. Wieder Leifel, der mir gut gefiel, der 19-Jährige. Und da haben die Bochumer Pech. Im gleichen Maße Raimund Aumann Glück. Hier der Mann von Preußen Münster, der ja so eine Art Joker ist für Rolf Schafstall und der für viel Wirbel sorgte, Kempe. Schulz, neu eingewechselt, wieder Leifeld und Wegmann. Ja, da lag der Anschlusstreffer in der Luft, dann rettete endgültig Augenthaler. Das wollen wir uns nochmal ansehen. Die beste Szene der Bochumer nach knapp einer Stunde Spielzeit. Schulz für Tenhagen gekommen, Schafstall brachte noch einen offensiven Mann, dann Leifeld. Und die guten Paraden von Raimund Aumann. Der deutsche Meister im sicheren Gefühl des 2:0 Vorsprungs arg lässig. Es fehlte auch ein bisschen an Kraft. Die Spieler konnten sich nicht recht überwinden, hier wirklich an die Grenze heranzugehen. Und solange die Bochumer hier kein Anschlusstor schafften, ging das ja noch gut. Aber die Mannschaft von Schafstall versuchte zumindest den Anschluss zu schaffen. Kempe. Dann kurz Aufregung, als Lothar Matthäus angeschlagen war, wurde behandelt vom Arzt und vom Masseur, konnte dann allerdings weitermachen. Hier Pflügler, Matthäus und Nachtwey und eine gute Tat von Zumdick.